Wege. Aber ich werde mich jetzt noch nicht hinstellen, hier vor jedem Raum Türen zu bauen. Da will ich mich erst hinstellen und ein paar mehr Türen bauen. Dann können wir das mal machen, weil das sieht halt schon schöner aus, wenn dann auch im Arbeitsbereich vor allem wirklich Türen vor sind. Hier habe ich da ja schon großartig. Und wir haben den Tisch da. Das ist sehr schön. Oder hatten wir den Tisch schon? Wir hatten noch keinen Dining Room. Dann machen wir da aus hier nämlich jetzt den Dining Room hin. Den machen wir auch auf die volle Größe. Den nehmen wir den Teil da rechts mit, auch wenn wir da noch keine Einrichtung drin haben. Das erklären wir ruhig das auch zum Meeting Hall, damit die sich dort versammeln können. Ja, der Tisch wird niemandem zugesprochen, also ist das soweit erstmal richtig. Damit haben wir dann unseren Dining Room, unser Restaurant oder wie auch immer man es dann nennen will. Ja, die Schlafbereiche, die einzelnen, bauen wir noch nicht aus. Dafür haben unsere Leute noch zu viel zu tun. Man sieht ja, was hier noch an Gebäuden gebaut werden muss. Da fehlt eine Tür, da fehlen noch zwei Stühle, Tische. Oh, ich habe. Da müsste hier auch noch einer eigentlich hinter sein. Oder habe ich jetzt einfach nur einen Tisch zu wenig, einen Stuhl zu wenig gehabt? Ja, da sollte noch ein Stuhl vor den Tisch. Und dann ist natürlich dementsprechend hier in unserem Arbeitsbereich auch noch richtig, richtig viel zu tun. Wir müssen die ganzen Gebäude irgendwie noch hinkommen. Und das hier unten, also das Abbauen dort ist ja keine Arbeit für unsere normalen Leute, die belastet. Aber unsere ganzen Masons müssen sich ja oben die ganzen Werkstätten hier oben aufbauen. Die werden da gut zu tun haben. Von daher lassen wir die erstmal entspannt machen. Was machen die eigentlich gerade? Der Mason Construct Building, ja. Der hatte, glaube ich, der Mann hat auch, soweit ich weiß, Mason, ja. Was macht der? Der macht Drink, ja, super. Da ist noch was in Arbeit. Rotfern, das brauchen wir noch nicht. Ja, der Bogenarbeiter ist auch immer noch nicht da. Die Gebäude hier oben hatte ich. Kann ich jetzt eigentlich dann auch abreißen? Also den Carpenter und den Mason, weil den möchten wir nach unten verlegen. Den Rest lassen wir erstmal nochmal da. Weil wir da ja noch nicht wissen, wann wir die nach unten verlegen können. Was sagt unser Stockpile jetzt? Wir haben 5 Plants wieder. Das sieht also schon wieder sympathischer aus. Wir haben hier auf jeden Fall Red Wheat wieder neu. Wie viel sind das? Das sind zwei aus dem Plum Permals, haben wir ein bisschen mehr. Das heißt, die haben dann hier oben wohl welche abgebaut, denke ich mal. Oder haben draußen welche gefunden. Das kann ja auch immer mal sein. So genau habe ich mir jetzt nicht angeguckt im Detail, was da was ist. Und wir geben mal den neuen Auftrag, mehr Pflanzen zu sammeln, weil ich befürchte, hier sind gar keine mehr zur Auswahl dafür. Ja, jetzt haben sie wieder mehr. Weil da werden wir wohl noch ein bisschen längerfristig sammeln müssen, bis wir von dem, was wir drinnen produzieren, leben können. Die Farmen sind zwar da, werden aber bisher noch nicht vernünftig bearbeitet. Ich muss sowieso mal sehen, ob ich die irgendwie nicht noch ausgebaut bekomme oder irgendwas, weil so gut sind die jetzt noch nicht. Oder ob ich mich mal hinstelle und hier noch zusätzliche welche hinbaue oder so. Mal sehen, das müssen wir mal gucken. Erstmal muss der Rest unserer Festung auch noch vorankommen. Und dann können wir daran überlegen, unsere Farmen toll auszubauen und umzustrukturieren. Können hier schon mal die letzten beiden Masons in Auftrag geben. Und dann kommt dort Destillen hin, Küchen und diverse andere Dinge. Da lasse ich sie aber erst einmal komplett durchgraben. Währenddessen sieht man, hier oben kommt Holz hin und ab und zu werden auch andere Sachen weggetragen. Da wird halt der Stockpile aufgebaut. Außerdem sollte ich hier noch mehr Dinge zum Wegräumen auswählen. Fällt mir gerade mal so auf, weil sonst werden die Sachen darunter nicht gebaut. Aber wahrscheinlich nicht gebaut. Machen die Zwerge dann mal so ein bisschen Probleme, von daher räumen wir das alles mal schon mal weg, soweit es geht, oder geben es zumindest in Auftrag wegzuräumen. Dann haben unsere Zwerge da prinzipiell erstmal für lange Zeit genug zu tun. Hoffentlich kommt dann bald noch eine Welle Zwerge, weil wir sind ja in der eine, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, eine müsste das gewesen sein, das heißt, uns fehlen hier noch deutlich Leute, um hier schnell wegräumen zu können. Wenn wir irgendwann 100 Leute oder sowas haben, dann ist halt so ein Raum fix leergeräumt, aber bis dahin dauert es halt noch. Plant Seeds, ja, die arbeiten wenigstens ein bisschen. Schade, dass man mit den Kindern nichts machen kann. Das wäre echt ganz angenehm, wenn man denen auch irgendwelche praktischen Aufgaben geben könnte. Deswegen hatte ich mir schon überlegt, wo wir den Refuse-Stockpile hinpacken. Ich glaube nämlich nicht, nein. Der muss da auch irgendwo noch dazwischen. Also sagen hier. Kann man ja schon mal mit aufgeben, dann wissen die Minenarbeiter dort Bescheid und wir wissen, wo das hinterher hinkommt. Ja, jetzt passiert hier natürlich wieder wenig. Also das übliche Draft Fortress-Manier, dass man teilweise sehr lang abwarten muss.
Ich will jetzt trotzdem mal nicht alles rausschneiden, sondern ein bisschen darüber labern, weil ja, ein paar Kleinigkeiten zwischendurch passieren ja zwischendurch immer. Und irgendwas muss man diesem Let's Play ja auch machen. Und es gehört ja nun mal zu Draft Fortress dazu, dass man viel Zeit damit zubringen muss, einzelne Sachen zu machen. Wir sehen, hier wird gerade die Battle Axe gebaut, während hier noch weiteres Eisen geschmolzen wird. Eins ist da noch. Hat der Kollege hier oben schon eins? Ja. Dann können wir, wenn das letzte Eisen dort durch ist, auch noch den Amboss machen. Aber dafür brauchen wir 3 Stück für den Amboss. Aber jetzt stellt er sich da erstmal hin und macht uns die Metal Crafts, denke ich. Ja. Die Axt haben wir also. Das ist immerhin eine gar nicht so schlechte. Zumindest ein bisschen besser. Ist auch einen ordentlichen Tacken wert. Mit 680, das würde sich sogar schon lohnen zu verkaufen. Aber ich bin jetzt mal gespannt, was er aus den Metal Crafts macht. Was dabei rumkommt. Ich glaube, das wird noch um einiges interessanter. Weil das sind dann ja die Dinge, die wir tendenziell verkaufen können. Ja. Dann müssen wir mal sehen, dass wir da was zusammenbekommen, was sich irgendwie auch lohnt, weil ich muss mir ja zwingend Nahrung kaufen momentan. Und wenn wir Glück haben, kann ich vielleicht auch eine Katze kaufen oder zwei. Das wäre natürlich super. Hier haben wir nur eine Galea gefunden. Das ist jetzt nicht so toll, aber ich wollte mal gucken, wo. Ja, jetzt hier kommt Zwerg, arbeite schneller. Am schönsten wäre natürlich, wenn er jetzt es schafft, etwas Meisterhaftes herzustellen. Also wie ein Masterpiece, aber scheinbar hat er das nicht. Er hat uns einen, er hat 3 Teile gemacht, 2 Kronen, einen Ring. Die sind zusammen 500 wert. Ich befürchte fast, dass ich die Battle Axe dann auch mit verkaufen muss. Oder mir gleich noch ein paar mehr Sachen schmieden muss. Aber eigentlich will ich gar nicht so viel hier oben schon rumschmieden, sondern mir die Sachen möglichst lange aufsparen. Und hätte eigentlich gerne, wenn sich mal jemand hinstellt und. Ja, das Try Building ist jetzt nicht wichtig. Es wäre schön, wenn jetzt hier da mal was gemacht würde. Make Rocks, Short Sword und Make Rock Crafts. Das hätte ich gerne mal. Aber da haben die wahrscheinlich noch zu tun. Naja. Ja, jetzt sieht man dort, wo die Mason abgebaut. Jetzt liegen dort die ganzen vielen Türen, die vorher in dem gelagert waren, rum. Eigentlich ganz knuffig, die bunten Türen. Das Braune sieht cool aus. Da würde mich interessieren, welcher Stein das war. Das müssten wir gucken können. Shirt. Das sieht echt cool aus. Und das hier unten ist eigentlich auch nicht schlecht. Das Gneis. Was auch immer Gneis für ein Stein ist. Ja. Da ist auf jeden Fall jetzt ein paar rumfliegende Türen. Indessen sieht man hier oben unsere Leute am. Zumindest einen davon am Pflanzen abbauen, der andere am Holz durch die Gegend tragen, weil der Stockpile vorhanden ist. Ja, und unsere Plants werden langsam wieder noch ein bisschen mehr. Das dürfte uns dann doch den Tag ein wenig retten. Bier haben wir erstaunlicherweise richtig viel noch. Das ist die einzige Rettung, die wir jetzt noch haben, weil wenn wir davon auch zu wenig hätten, hätten wir wahrscheinlich ein Problem. Also ein richtiges Problem, nicht nur so eine Kleinigkeit wie das jetzt. Von daher freuen wir uns da mal gemütlich drüber und lassen die Leute da mal weiter sammeln. Und hoffen, in der nächsten Karawane dann Ausbesserungen dafür zu finden. Und gerade gar kein. Doch, ah, die Leute. Wahrscheinlich graben die gerade ja einmal den Refuse-Stockpile aus. Das ist aber eigentlich auch ganz gut, weil dann können wir unseren Müll auch wirklich dort hin transportieren. Und haben das nicht in der Gegend rumliegen. Boah. Ich glaube, ich mache jetzt mal doch einen Cut und lasse einfach hier ein bisschen weiter graben, weil die interessanten Teile haben wir ja fertig. Die Basteleien hier oben. Wenn ich wieder dazu komme, hier irgendwo was zu bauen oder wenn bei den Short Swords gebaut wird, sehen wir uns dann wieder. Ja, bis dann, Leute. Macht's gut.